Einen gravierenden Fehler habe ich gestern begangen, als unser Gastredner Akif Pirinci ans Mikrofon trat. Ich bin froh, dass die Masse der Spaziergänger den Vortrag ebenso unterirdisch fand und derart plumpe Hetze ablehnt. Und jetzt erzählt diese Ratte Frank Ingo Friedmann etwas von Zusammenhalt. Halt's Maul! Du dreckiges Verräterschwein, du Arschloch! Der Mannheimer ist einfach zu dämlich für diese Welt. Zum Glück hat er absolutes Redeverbot bei Pegida. Soll er seinen Müll bei dem Widerstand-Dingsbums ablassen? Versucht meinen Maas-Goebbels-Vergleich nachzumachen. Ein Rindvieh ohne Gleichen. Esther über Sex. Michael sagt, man muss nicht den richtigen Sex machen. Es reicht, wenn er sich Sex macht, und ich dabei auf ihn pinkel. Aber verhauen mit einer Peitsche, das reizt mich mehr. Bei Michael liegt der Fall nur geringfügig anders, morgens ein Glas Natursekt und der Tag fängt gut an. Und abends kann es schon mal sein, dass in Sachen sexueller Vorlieben die eine oder andere Dame im Umfeld mitmachen muss. Noch eine Gemeinsamkeit mit Mohammed gibt es, viel Weiberei. Wenn Michael reist, sind die Schnecken immer dabei. Weltklasse Seite. Unbedingt liken. Der Macher der Seite ist ein Freund und Unterstützer von Pegida. Hat irgendjemand gesehen, was Frankfurt da fabriziert hat? Erst schadet Frankfurt uns, indem sie ein Foto von einer blutverschmierten posten. Sollte dort irgendwas angemeldet werden, werden wir umgehend Unterlassung vom Anwalt rausschicken. Die spinnen doch. Vor allem Frankfurt, also Heidi Mund und ihre Mitstreiter, die dafür uns alle durch die Hölle gegangen sind, mit Anwalt zu drohen. Das kann unmöglich euer Ernst sein. Das war seit Wochen überlegt. Es wird uns massiv durch diese Selbstdarstellerin geschadet. So unterstellt er ihr öffentlich, eine Verfassungsschutzagentin zu sein und an Borderline zu leiden. Was ist denn das für eine gequirlte Scheiße? Pegida ist im Gegensatz zu Pegida NRW immer gemäßigt gewesen. Oder hat jemand in Dresden jemals christliche Fundamentalisten, wie Heidi Mund, oder Pauschal-Islam-Hasser, wie Michael Stürzenberger reden hören? Sollte Stürzenberger sprechen, distanzieren wir uns umgehend von Stuttgart. Sollte da mit dem Namen Pegida aufgetreten werden, kommt eine gepfefferte, teure Unterlassung. Und das gilt für alle Gidas. Stürzenberger, Seitz, Kahn, Heidi Mund, sind persona non grata.